Ein großes Vergnügen, im Ruhrpott sein zu können. Und das ist keine Heuchelei, das ist vom Herzen. Dieses Lied ist an einen schönen Abend, an eine gute Zeit. Dieses Lied heißt Du und ich. Und jetzt zwei. Und du schon wieder zwei. Bye.
Jahren und sind in 64, dachten eigentlich schon glücklich. Daniel, Daniel, mach schnell, was weiß man, rief so zum Scheiß, denn Daniel war hyperaktiv. Auf dem Weg zu Apotheke, mit seinem Rezept hat er dann entdeckt, dass hinterm Nachtschalter keine Stadt ist. Show the front of your soul.
das an einem Mittwochabend. Ihr seid ganz groß, wirklich. Aber, ich habe gehört, in Dortmund, da erzählt man sich, Dortmund sei die Rock'n'Roll-Hauptstadt vom Ruhrpott. Habe ich gehört. Aber hier kommen einige aus Dortmund, kann das sein? Du. Essen. Wollt ihr das euch auf euch sitzen lassen? Essen rockt, oder? Ja, ich glaube, Dortmund hat einen Joker. Dortmund hat Sascha. Hey, Essen rockt! Dann lasst mal sehen. Groschenromantik. Yeah.
Habt ihr Spaß? Für einen Mittwoch. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht allzu früh raus. Denn wir wollen noch ein paar Stündchen machen. Große Worte. Wir spielen ein Stück aus einer alten Zeit. Ein Jahr, das man 1999 nannte. Ein Stück, das eigentlich in jeden guten Reisekatalog gehört. Es sind viele Aktivitäten, die man im Sommerurlaub unternehmen kann, drin erwähnt. Man kann zum Beispiel im Sommerurlaub wunderbar Cocktails schlürfen. Man kann Beachvolleyball spielen, surfen gehen, Wasserski fahren oder einfach ein kleines bisschen die Menschheit vernichten. Dieses Lied heißt 6 Milliarden und ich. Shut up.
zu gehen und zu streben auf das neue Leben, das man sich ja früher sagt. Mit ein bisschen Leben ist doch da, der hat man selber Schutz mit seinem Blut. Und Hit in den Bauch, recht am Atmen. Langsam was der eigene Frust und man wird sich dann bewusst, dass alles, alles, alles muss so eingesetzt. Ist kein Schutz, so hilft der Stand wieder Sieger. Der über viele absoluter Spitzenkrieger und ein kleines Stück bei ihrer Dorf im Rand. Das Sinne ist es nicht im Sinne des Gewinnes. Nein, es ist kein Ding, ist etwas, was es ganz gerissen hat, nicht dann wieder da zu stehen. Für ihn ist eine Zeit zu sehen. Bei Cardio auf Monitor mit. Hey, wenn ihr auf den ganzen alten Kram steht, ihr habt so laut mitgesungen, ich glaube, dann haben wir das richtige Lied für euch jetzt. Dieses Lied ist voller Nostalgie. Dieses Lied handelt vom guten alten Vinyl. Dieses Lied handelt von meiner allerersten Schallplatte. Es war nicht die Zeit in den 80ern, wo man sich Depeche Mode People are People gekauft hat. Das kam danach, das habe ich dann auch gemacht, aber viel früher, irgendwann, ich weiß nicht, es war der 4. oder 5. Geburtstag. Da schenkte mir meine Mutter die erste Hörspielplatte meines Lebens und die hieß Bummi, das Zauberpferd. Davon handelt dieses Lied, es heißt 180 Gramm Europa! Für alle Weile, wie sie tun.
einer von Millionen. Du wirst die Erde sehen, nur einmal rund um die Türen, dich mit der Sonne drehen und in die Wolken alle gehen. Und wo auch immer sein mag, in meinem Job bist du nur hier. Und vielleicht heute Abend, in dieser Nacht über mir. Thank you.
Scheiße, wir hätten nie gedacht, dass Mittwoch so viel in Essen geht, verdammt. Ey, habt ihr Urlaub oder was? Ja, ihr seid arbeitslos, oder? Das war sehr interessant gerade. Irgendwie diese Seite hier, man kann das so ein bisschen so. Ihr klatscht sofort mit, sobald irgendwie nur ein. Und ihr. Vielleicht sind das hier die Dortmund-Fans. Ihr kommt bestimmt. Nein, Schatz. Du bist. Wo warst du? Du warst aus Dortmund, oder? Du? Ja, du bist aus Dortmund. Hey! Wir kommen alle von dieser Erde, das ist die Hauptsache. Dieses Lied. Dieses Lied ist über ein paar Erdenbewohner, die vielleicht echt sehr komisch wirken auf den ersten Blick. Ich sehe leider keinen in der ersten Reihe stehen. Ich meine diese komischen Menschen, die eine Flosse auf dem Kopf haben und sich Punk schimpfen. Dieses Lied ist für die gute alte Punk-Szene. Es ist lieb gemalt, es ist ein Kuss, ein Schmatzer auf die Wange. Dieses Lied heißt Rosa Radio. Du sagst mir. Endgültig Schluss, naja, dieses Lied zieht mich zu subtil. Und von den Emo-Kram erzählt.
Eigentlich kommt jetzt ein Lied, das haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und dementsprechend habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr diese dämliche Ansage davor gesetzt, weil dieses Lied ist einfach so genial. Und Cuddy, unseren großartigen Schlagzeuger da hinten einmal ins Rampenlicht, in den Mittelpunkt zu stellen. Ein großartiger Applaus für die Nutte der Nation. Und wenn ich Nutte sage, dann meine ich auch Nutte, denn dieses Lied offenbart alles, was wir mit Cuddy
in diesen 8 Jahren, die es uns schon gibt, getrieben haben. Dieses Lied handelt nicht von Sodomie, wie jetzt einige feststellen würden. Dieses Lied handelt von diesen ekligen Praktiken, wenn Cuddy nachts durch den Bus rennt, in blauen Strapsen, in einem blauen Tütü, und dieses Lied singt, grölt und total besoffen ist. Dieses Lied heißt Das blaue Kleid.
Tiger Woods war ganz groß. Das kommt davon, wenn man zu viel Golf sieht. Hey, ich hab's bereits erwähnt, wir kommen aus Köln. Und Köln, ihr wisst es sicherlich, ihr kommt ja fast auch aus Köln. Ruhrpott ist ja sozusagen die Vorstadt von Köln. Gott sei Dank sind wir nicht in Düsseldorf, da wäre der Spruch richtig gut angekommen, glaube ich. Nein, Quatsch, hey, Köln ist eigentlich eine Scheißstadt, denn Köln ist sozusagen die Medienstadt unserer Nation. Und wenn ich so manchmal durch die Kölner Straßen gehe, dann denke ich mir, und ich denke dabei an die vielen RTL-Serien, die in Köln produziert werden, ich denke dabei an die Seifenopern, die allesamt in Köln spielen, da denke ich mir, Mensch, Köln, kann man überhaupt so viel kotzen, wie viel Brechmittel du fabrizierst? Und wir sind keine Düsseldorfer. Aber der Tusch war gut. Dieses Lied handelt genau von diesem Thema. Dieses Lied heißt Radiosong. Ja, zeigt doch mal die Hände, wenn er das gerade so gut gemacht hat. Aber nur ihr. Zu sagen,
uns das wirklich ein bisschen ruhiger in Essen am Mittwoch vorgestellt. Was ist denn, wenn wir Samstag hier hinkommen? Oder wenn ihr am Sonntag nach Köln kommt? Dieses Lied ist genau das Richtige für einen Mittwochabend, um ein wenig runterzukommen. Dieses Lied heißt Klischee. Der ganze Film ist viel zu lang. Schon aus, vor angefangen hat. Was soll das also? Wo ist der Unterschied zwischen Image und Gewohnheit und dem, was erwartet wird? Er war halt Klischee, das hat ihm zwar nicht weh, doch irgendwie hat's ihm zu schaffen gemacht. Er war halt Klischee, es tat ihm zwar nicht weh, doch irgendwie. Was heißt hier leben? Ich mach das nur, weil's mein Job ist, Mensch zu sein. Und diese kurze Spanne hier ist bedeutungslos. In Anbetracht der Tatsache, dass man keine Erinnerungsfotos mitnehmen kann. Und mitnehmen, er war halt Klischee. Es tat ihm zwar nicht weh, doch irgendwie hat's ihm zu schaffen gemacht. Er war halt Klischee. Es tat ihm zwar nicht weh, doch irgendwie. Jedenfalls scheint es mehr zu geben, für das sich das Leben lohnt. Umgeben von jedem Einzelnen und mittendrin steht eigentlich jeder. Bye.
Okay, machen wir halt weiter. Spielen wir ein Lied, einige von uns anders. Einige von euch, die kennen uns vielleicht schon ein paar Jahre, so aus den 90ern irgendwie, aus unserer Anfangszeit. Da haben wir schon mal hier gespielt, ich glaube in den Satanic Surfers, das ist Ewigkeiten her. Und damals hatten wir noch eine ganz große Waffe in unserer Backline hier stehen. Es ist eine Erfindung, die dann irgendwann gestrichen wurde und die jetzt wieder im Programm ist. Und ich glaube, einige von euch wird das sehr, sehr freuen. Ich rede nicht von der Atombombe. Ich rede nicht von der Wasserstoffbombe. Ich rede von dem großartigen, heiligen Kasim. Das ist alles das Kazoo! Das ist besser, das ist besser. Und dieses Lied ist so alt wie die Erde selbst. Dieses Lied heißt Der rote Luftballon. Gegenüber ohne Mädchen, das kann ich aber mal mit Lügen reden. Was heißt sich das mit der Penne und Führungszimmer? Was ich sagen soll, zu ihrem wirklich tierisch großen roten Luftballon. Ich steh da wie eine Ölsardine vor einem roten Luftballon. Und dann schaut sie mich so viel versprechender an, dass ich echt nicht anders kann. Kopf ist Fuß, doch am meisten eine rote Luftballon. Deshalb schaue ich schon zu sprechen, ich weiß gar nicht, was ich sage, als ich das Mädchen mit dem Luftballon frag. Es ist richtig, ob ich richtig oder einfach bin ich sank. Es ist richtig, dass ich offensichtlich deine Luftballon erfahr. Es ist vielleicht doof. Nicht verstanden, jetzt will ich sie nie mehr sehen. Ein anderer Typ ist bei ihr eingezogen, den ich gar nicht mag. Das soll sie nicht besitzen, dann hab ich die rote verloren. Meine Rache ist geplant, ich habe alles ausgeheckt. Mit zerlegten Ankern, dann liege ich im Versteck. Ich werde nur warten, bis sie aus dem Haus geht. Und dann, wenn ich die Diener merken werde, soll die dann was sehen.
Vielleicht cooler Leben, mir egal, ich will das nicht.
Man.